Ich hatte heute Lust, an diesem Bild noch eine Schicht weiterzuarbeiten. Und zwar ist das ein Mixed-Media-Bild. Und unten seht ihr den türkisenen Teil, der ist aus Resin und Wachs in Kombination. Er ist also matt und er braucht jetzt eine Grundierung, weil ich möchte wieder mit Wachs drauf arbeiten. Und dazu verwende ich jetzt sehr dick aufgetragene Kreidefarbe in Weiß und in einem zweiten Ton in einem hellen Blau. Und überblende das Ganze. Die Kreidefarbe sind sehr deckend. Die könnt ihr normalerweise auch, oder ich verdünne die in der Regel mit Wasser. Aber hier in dem Fall ist es super, weil Kreidefarben enthalten einfach schon einen gewissen Anteil eines Füllstoffes. Und deswegen ist sie natürlich auch viel deckender und dichter und vor allem auch matt. Hier gestalte ich meinen Untergrund, einfach, dass ich ein bisschen Leben dahin bringe. Und das mache ich ganz gerne mit so einem Haushaltstuch, das ich einfach an unterschiedlichen Stellen auf den Untergrund aufbringe und ein bisschen drüber streiche. Nachdem jetzt meine Kreidefarbe getrocknet ist, das braucht ein bisschen, die braucht länger zum Trocknen, trage ich jetzt das Wachs großflächig und relativ gleichmäßig auf den Untergrund auf, wo ich die Kreidefarbe aufgebracht habe, erstmal mit klarem Wachs. Da ich natürlich jetzt schnell entschlossen dieses Bild bearbeiten wollte, hatte ich das Wachs in der Schale leider zu spät auf die Heizplatte gestellt. Übrigens verwende ich hier die von der Firma Rommelsbacher. Falls ihr Interesse habt, ich habe mit denen eine Vereinbarung. Wir bekommen auf diese Platten 20% Rabatt. Ich stelle das nachher auch in YouTube auf die Seite. Also da könnt ihr den Rabattcode dann runterladen. Ja, und wie gesagt, flächendeckend jetzt einfach mal aufbringen. Es funktioniert natürlich nicht so einfach, weil die Fläche einfach 2 Meter lang ist. Ich muss immer wieder das Wachs abkratzen, das ich eben, sage ich mal, nicht ganz gleichmäßig auftragen lässt. Und ja, aber das funktioniert ganz gut. Ich brauche aber wirklich sehr, sehr lange. Es ist in 10-facher Geschwindigkeit jetzt hier abgespielt. Also ihr seht, es ist schon, ja, man braucht Geduld und auch Ruhe, immer wieder das Wachs abzutragen, die Flächen zu ebnen, bis alles eine schöne Ebene ist. Wenn ihr mit dem Feuer arbeitet und das Wachs einbrennt, achtet bitte darauf, dass ihr immer ein Löschspray oder eine Löschdecke in der Nähe habt und auch nicht unbedingt das direkt irgendwo ablegt, wo, sage ich mal, Alkohol in der Nähe ist oder ja, einfach aufpassen, wie gesagt, das ist wichtig und arbeitet einfach in gut belüfteten Räumen. Ich habe eine Abluftanlage und die Fenster auf, in dem Sinn bin ich da sicher, aber achte darauf, dass ihr nicht über dem Wachs hängt und diese Dämpfe so direkt einatmet. Jetzt nehme ich ein Perlglanzpigment dazu, und zwar das Arctic Blue. Eine super Farbe und praktisch meine erste Farbe, die ich über das transparente Wachs gebe und nachher überblende. Die Perlglanzpigmente eignen sich super fürs Wachs. Sie lösen sich ganz toll auf und geben durch den Glanz einfach noch einen unheimlichen Schimmer auch im Wachs, obwohl das Wachs matt ist.
Als weitere Farbe nehme ich die Farbe Atlantis in Kombination, sehr schön, und trage die jetzt auch noch mit auf die Wachsschicht auf die Arctis Blue Wachsschicht und auf die transparente, und mit dem Feuer verflüssige ich das einfach wieder und dadurch vermischt sich das wunderbar. Und in der Struktur bleiben die Erhöhungen einfach ein bisschen blau und das finde ich auch super schön. Also es gibt einen ganz tollen Mix. Die Pigment Drops eignen sich übrigens auch wunderbar für das Wachs. Die könnt ihr auch mischen mit den Perglanz Pigmenten oder untereinander mischen. Oder ihr verwendet einfach auch eure eigenen Pigmente, die ihr noch habt, also Prüferpigmente. Auch Neonpigmente sehen super aus im Wachs, mal so by the way als Tipp. Ich versuche einfach auf die Dinge zurückzugreifen, die ich schon habe, und mir jetzt keine speziellen Wachsfarben zuzulegen. Also ihr müsst einfach darauf achten, dass es keine wasserbasierten Farben sind und auch ihr könnt keine Pigmentpasten dafür verwenden. Also das ist ganz wichtig. Keine Acryltinten, also Acryl generell ist keine gute Idee. Und wenn Acryl, dann muss man einfach schauen, wie man es kompatibel macht. Aber dazu mehr in einem anderen Video oder in einem Kurs. Wie ihr wisst, gebe ich natürlich auch Kurse zu dem Thema und 3-Tageskurse Fusion Art Ideas, wo wir mit allen Materialien kombiniert arbeiten, mit sehr vielen Strukturmaterialien, Wachs und Resin, und es ist alles möglich und man muss aber nichts tun, man kann auch nur mit einem Material arbeiten, und auch im nächsten Jahr werde ich das Thema ausbauen in 4-tägigen Kurs und einfach auf großen Formaten. Die großen Formate sind einfach wirklich unglaublich schön und geben einfach noch viel mehr her, sage ich jetzt mal, auf so einem großen Holzmalkörper zu arbeiten. Das ist einfach wirklich toll. Ich baue den Malkörper übrigens selbst und dazu gibt es eine Anleitung auch auf YouTube, wie man den Holzmalkörper selbst baut. Jetzt habt ihr lang zugeschaut und ihr seht, wie aufwendig das ist, aber trotzdem ein unglaubliches Ergebnis, und eigentlich müsste ich jetzt an diesem gar nichts mehr weitermachen. Es ist fertig, aber ich habe Lust, jetzt noch einen Shellackbrand zu machen. Also schaut euch doch Teil 2 an. Hier zeige ich den Shellackbrand.